Dieses Programm ist urheberrechtlich geschützt. Kanal Telemedial ist ein neues, bewusstseinserweiterndes Fernsehen. Es löst Emotionalblockaden und kann plötzlich Ihr ganzes Leben verändern. Herzlich willkommen, hier ist Kanal Telemedial, Ihr Sender der neuen Intelligenz des neuen Bewusstseins. Kanal Telemedial wirkt bewusstseinserweiternd und kann ohne Vorwarnung plötzliche Veränderungen in Ihrem Leben hervorrufen. Dafür übernehmen wir keine Haftung. Was haben wir denn für einen Telemedialtag heute? Telemedial sind dafür selber verantwortlich. Hol mal noch die Telemedialzeit bei denen. Oder kann ich mein Pad bringen? Ja, jetzt gibt es heute am 3. Mai 2011 mache ich nochmal eine geistige Zusammenfassung mit allem um das Thema Deutschmarkt. Was ist Deutschmarkt und so weiter. Die Deutschmark, der Name kam über eine Idee, als ich morgens mal in meine Firma kam. Und ich habe gleich mal die Domain sichern lassen. Die Domain war in meinem Besitz. Ich habe das Produkt entwickelt. Ein Mitarbeiter hat verschlafen, diese Domain zu verlängern. Und nun ist jemand anders im Besitz dieser Domain. Aber wir haben halt dann die anderen Domain mit Bindestrich. Danke. Ja, hier kannst du noch mal gleich ein bisschen ranzoomen, geschwind. Seht ihr die telemediale Weltzeituhr als App auf dem iPad, ja, auf das iPhone. Und heute haben wir 1246 Tage. Und jetzt kann ich so nicht lesen. 178 Wochen. 45 Monate oder 4 Jahre alt ist die telemediale Kultur. Seit diesem Zeitpunkt läuft diese Uhr. Zwischenzeitlich gibt es für die ersten 1000 Tage einen Namenstag und die wiederholen sich jetzt in den zweiten 1000 Tage. Die Namenstage sind festgelegt und ihr könnt also schauen, selber, wann ist euer Name denn dran? Also jeder kann seinen Namen im telemedialen Kalender finden. Ja. Heute, telemedialer Namenstag,
für den Mann Gottfried und für die Frau Doris. Des Weiteren haben wir hier im Telemedial-Kalender diesen Hot Button. Hast du ein besonderes Ereignis in deinem Leben? Drückst du da drauf? Bang. Neues Ereignis. Jetzt kannst du dein Ereignis eintragen und dann ist es automatisch mit den genauen Daten, mit der genauen Uhrzeit und auch mit deinen geografischen Daten, denn das iPhone oder iPad weiß, wo es sich befindet, wo du bist und kannst somit das Geburtshoroskop deiner Idee, deiner Geschäftsidee ausrechnen lassen und hast dann die genaue Sternenkonstellation. Später werden wir natürlich dann noch mehr Service dahinter anbieten, aber das ist natürlich mal die erste Phase. Ja, und so gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann natürlich auch, weil wir nicht nur hier ganz klassisch sind, haben wir hier jetzt die ganz klassische mitteleuropäische Zeit. Wenn man da drauf drückt, zack, hat man hier wieder die Telemedialzeit. Und hier ist dann etwas anders eingeteilt. Die Idee ist eben, die führe ich vielleicht nochmal anders mal aus, dass ihr mal wisst, wenn alle Menschen, die seit diesem Zeitraum geboren sind, zoom noch mal ein bisschen ran, bitte, seht ihr zum Beispiel, dass ihr nicht nur 4 Jahre alt sind, sondern dass du seit Telemedialzeit schon 1246 Tage älter geworden sind. Und das ist ein Gewicht, ne? Oder dass es schon 178 Wochen, schon 45 Monate sind. Vielleicht kannst du dich noch an eine Sendung erinnern. Du weißt vielleicht das Datum in der mitteleuropäischen Zeit, aber bei uns weißt du, es war am so und so vielten Tag, in der so und so vielten Woche und im so und so vielten Monat und im so und so vielten Jahr. Ja, das ist die Telemedialzeit. Bei dieser Gelegenheit hier nochmal eingeblendet. Und jetzt geht es weiter mit der geistigen Zusammenfassung von einer Deutschmarkt. Wir haben dann spielerisch auf einmal die ersten Scheine entwickelt und der Alex hat dann schon das ganz wunderbar gemacht. Und dann 2008 kam dann die Deutschmark wieder ins Spiel, als ich Kanal Telemedial gemacht habe. Und da haben wir die Idee immer weiter vertieft. Und als wir dann bereits in Plüderhausen zurück waren, wurde auch genau an diesem Platz, in diesem Raum, wo früher noch ein Büro war, wo die Deutschmarkt entwickelt wurde, auch der Orange Table entwickelt wurde, er wurde in Ludwigsburg gebaut, steht heute der legendäre Orange Table
genau in dem Raum, wo ich ihn auch das erste Mal aufgezeichnet habe. Das war bereits 2-3 Jahre vor Kanal Telemedial. Das ist schon 6 Jahre her. Dort habe ich diese Tischform entwickelt. Es waren erst 3 Tische mit seitlichen Auslegertischen, die wirklich schon ausgesehen haben wie Raumschiff Enterprise. Aber dann war auch im BTV4U schon die Sichel übernommen. Dann gab es unter Primetime schon mal das erste Mal, war dort dann der Orange Table zu sehen. Aber er wurde dann wieder aus der Sendung sozusagen rausgearbeitet von den damaligen Leuten. Und dann habe ich ein halbes Jahr, bevor ich Kanal Telemedial selber begonnen habe, im Sommer, den Orange Table, am Orange Table Sendungen gemacht. Machen wir geschwind Pause. Ursula. Ja, ich muss noch da. Warte mal eine Sekunde. Drauf. Ja, heute ist die Deutschmarkt ein fester Bestandteil einer drei Jahren alten Kultur. Seit 3 Jahren bald gibt es das vereinte Heilige Deutsche Königreich. Die Deutschmark ist erstmal die Gedenkwährung an die gute alte D-Mark, an unsere Wurzelwährung. Denn die Währung, das Kapital, ist das Mark eines Volkes. Und die Deutschmark ist für alle Deutschen, für alle deutschsprachigen Deutschen und für alle Ausländer, die immer die D-Mark liebten, weil sie die Devisen ins Land brachten. Und ich sage, die D-Mark ist die beliebteste Währung der Welt gewesen, weil sie stabil war und den Menschen Glück gebracht hat. Viele Deutsche sind heute ins Ausland gegangen, um sich zu entfalten, weil es in Deutschland nicht mehr möglich ist. Aber immer noch kommen immer mehr Ausländer nach Deutschland, um sich in Deutschland zu entfalten. Ich kenne einige, die schaffen es dann, eine deutsche Frau zu heiraten, eine private Rentenversicherung zu kriegen und dann krank zu werden und perfekt in unserem Sozialstaat ohne zu arbeiten leben zu können. Also diese Entfaltungsform ist schon fast zum multinationalen Volkssport geworden, wie man in Deutschland sich bedient. Und so gibt es unterschiedliche Formen, wie sich auch Ausländer in Deutschland zwischenzeitlich sehr gut in Deutschland entfalten können. Und immer mehr Leute auswandern, Deutsche. Ich war jetzt unlängst in Mallorca. Dort haben sich viele Deutsche entfaltet. Viele sind ausgewandert. Und auch dort schlägt das Herz für die Deutschmark.
Also, die Deutschmark ist auch neben der Gedenkwährung an die gute alte D-Mark die Zusammenfassung einer Nation. Deutschland ist eine Nation, nicht nur die, die in Deutschland leben, sind Deutsche. Die Deutschmark ist in erster Linie mal für alle Deutschen, die nicht in Deutschland leben, damit ihr wieder ein Stück Heimat habt. Und deswegen lade ich euch ein, verhandelt, egal wo ihr seid, ihr Deutschen untereinander, eure Preise in Deutschmark einfach 1:2 zum Euro und dann rechnet es erst um in die Landeswährung. Dann wisst ihr wirklich und habt ein Gefühl, wie viel Geld ihr denn da gerade ausgebt. Immer mit dem Umrechnen verliert man oft das Gefühl für den Wert. Also gebt euch einfach den Ruck. Und viele tun es vielleicht sowieso immer noch in D-Mark rechnen und rechnen erst dann um in Euro. Eben, das ist legitim. Und umgeht die emotionale Euro-Blockade. Ja, habt ihr euch für die Deutschmark entschieden, seid ihr schon mit einem Fuß im vereinten Heiligen Deutschen Königreich. Denn wir definieren uns nicht aus der Bundesrepublik Deutschland, aus der Mauer, aus dem Personalausweis oder nach dem Reisepass, wo wir gestempelt sind, sondern wir definieren uns aus dem Heimatgefühl und alle Deutsche sind Deutsche und nicht nur die in Deutschland leben, sondern auch die Deutschen, die im Ausland leben. Und das ist die erste Zielgruppe auch von Kanal Telemedial World. Alle Deutschen im Ausland sind unsere Programmzielgruppe. Für die machen wir das Programm. Wir streamen weltweit im Internet und wir machen Fernsehen für alle Deutsche im Ausland und zeigen euch, was ist in der Heimat los. Und über unseren YouTube-Kanal 1 können die Deutschen im Ausland uns Beiträge zuschicken und wir stellen dann eure Beiträge, die ihr uns zu Kanal Telemedial 1 schickt, machen wir eine Auswahl und stellen dann eure Beiträge aus der ganzen Welt vor. Das ganze Projekt heißt TNA, Telemediale News Agentur. Macht damit und seid euer eigener News-Sender. Macht die News und wir fassen es für euch zusammen. Und über den YouTube-Kanal Telemedial 1, Kanal Telemedial 1, in YouTube könnt ihr uns die Weltereignisse zusenden. Umweltkatastrophen, was tut sich in den 2012er Bewegungen, was tut sich wo? Wir sind interessiert, was ihr Deutschen so auf der ganzen Welt tut. Und ihr Deutschen in Deutschland oder ihr Deutschsprachigen in Österreich und der Schweiz, ihr seid recht herzlich natürlich auch eingeladen, mitzuschauen, wie wir das Programm für unsere Brüder und Schwestern im Ausland machen. Ja. Tja, und die Deutschmark ist dazu da, dass wir dieselbe Sprache sprechen, vom selben Preis reden. Und die telemediale Weltzeit, die richtet sich eben, die beginnt morgens um 6 Uhr. Winterzeit ist für uns 0 Uhr. Also die telemediale Weltzeit beginnt mit 0 Uhr, wenn in deinem Heimatland die Sonne aufgeht. Da, von da an zählen wir 24 Stunden und deswegen, wenn ihr dann sagt, hey, wann fängt ein Kanal Telemedial World an, dann brauchen wir eine einheitliche Zeit, nämlich die telemediale Weltzeit.
Also könnt ihr auch, liebe Deutsche im Ausland, im Heiligen Königreich mitmachen bei unserer neuen Kultur, mit unserer neuen Emotionalwährung und Ehrenwährung Deutschmark, das und die Telemedialzeit, das zu leben. Für Geschäftsleute ist die Deutschmark eine Ehrenwährung. Das bedeutet, man ist, beide Seiten sind sehr bemüht und passen auf, dass keine Missverständnisse gemacht werden. Vereinbarungen im Deutschmark, und der Deutschmark, wer diese Community-Regel einhält, der braucht keine Verträge machen. Es ist die Währung des Trauens. Wenn ich sage, ich mache das für dich für 1000 Deutschmark, dann heißt es einfach, ich tue das für 500 Euro. Es ist die Ehrenwerbung. Währung. Es ist eine Ehrenwährung. Ich bin gerade mit in der Sendeaufzeichnung. Also, für Geschäfte untereinander heißt es ein Mann, ein Wort. Eventuell wird eine Liste entstehen, wie zuverlässig hat jemand schon die Deutschmark verstanden, und ihr könnt sehen, wie glaubwürdig sind die Menschen, die in Deutschmark Geschäfte machen. Der Deutschmarkt ist aufgesetzt auf die telemediale Philosophie Spirit in Business. Dazu mache ich extra einen Vortrag. Wenn du dein ganzes Vermögen definierst, deine Immobilien, dein Kapital, deine Möbel, alles, was dir so einfällt, dann hast du in Deutschmarkt erhoben. Und diese Summe verdoppelt sich dann, die du in Euro hast. Und dann gibst du noch dein Einkommen an. Und schon hast du die Deutschmark. Dann hast du dein Vermögen definiert und du hast es dem Heiligen Deutschen Königreich gewidmet und geweiht. Und dann bist du dabei. Erst kannst du es virtuell führen und natürlich physisch kannst du die Deutschmark hier in Plüderhausen bestellen. Die zentrale Ausgabestelle der Deutschmark, wo man sie beziehen kann, ist hier in Plüderhausen und sie heißt die Alte Bank von Württemberg. Der Preis für die Deutschmark ist antizyklisch. Das bedeutet 1000 Deutschmarkschein kostet 1 Euro, ein 500 Deutschmarkschein, 2 Euro, ein 100 Deutschmarkschein, 3 Euro, ein 50 Deutschmarkschein, 4 Euro, ein 20 Deutschmarkschein, 5 Euro und ein 10 Euro Schein, 6 Euro. Dann ist der Rahmen bemessen und dann gibst du wirklich was von dir selber. Für Firmen bedeutet es, dass es monatlich bei der Gehaltsauszahlung ein Personalgespräch mit dem Vorgesetzten oder mit dem Chef gibt
wo eben Leistung besprochen und gewürdigt wird, weil das Kapital generell nur noch virtuell auf die Konten geht. Und somit sieht der Mitarbeiter, dass er was getan hat dafür. Und die Firmen, die ihr Vermögen erhoben haben und eben Deutschmarkt bestellen, um bei uns und mit uns zu gehen, wenn die Mengen dementsprechend groß sind, bieten wir auch Sonderdrucke an mit Logos von der Firma oder mit dem Kopf des Inhabers. Die weitere Zielgruppe ist das höchste ungewürdigte deutsche Bruttosozialprodukt, die deutsche Mutter und Hausfrau. Jetzt können wir endlich mit der Deutschmarkt alle Mütter und Hausfrauen auszeichnen, die hier ihre Leistung haben. Wir können uns echt mal Gedanken machen, was wir für Wäsche waschen, für Wohnzimmer aufräumen, für liebevolles Kochen und was es alles so gibt. Komischerweise denke ich jetzt auch an die Behörde. Wenn ein Beamter eine gute Arbeit gemacht hat und sehr menschlich ist und ich gebe ihm Geld, dann kann er es nicht mal annehmen, weil es Beamtenbestechung ist. Mit der Deutschmarkt ist dieses Problem gelöst. Die Deutschmarkt ist eine Emotionalwährung, also hat ein Polizist, so mache es ich, dir mal wieder freundlich einen Strafzettel ausgeschrieben, weil du zu schnell gefahren bist oder falsch geparkt hast und er war freundlich, dann sagst du, okay, ich krieg den Strafzettel und du kriegst von mir eine Deutschmarkt. Ja? Und schon ist das Ganze mal energetisch ausgeglichen und dieses Gehabe von der Polizei, dass man sich fühlt wie ein Verbrecher, weil man zu schnell gefahren ist, das möchte ich auch nicht mehr. Das gehört abgestellt. Wenn ich in Thailand zu schnell fahre oder ich habe meinen Führerschein nicht dabei, dann lachen die und freuen sich, aber sie lassen sich nicht abbringen, dass ich die Knete rauslassen muss. Zahlen muss ich. Aber man bleibt freundlich. Also mein Appell an alle Polizisten, umso höher der Strafzettel, umso freundlicher, weil ihr kassiert ja Geld in die Staatskasse. Und deswegen bin ich dafür, umso höher der Strafzettel, umso freundlicher zum Bürger. Na? Und nicht den Bürger beschimpfen, weil er zu schnell gefahren ist. Das macht die Polizei selber auch. Man muss so vorsichtig fahren, dass man niemand schadet. Das ist das A und O. Verkehrssicherheit ist wichtig. Also der Umgang bei der Behörde, Menschlichkeit zu bewerten, ist eben dazu, ist die Deutschmarkt in der Behörde da. Mütter können dann wiederum oder Eltern die Deutschmark den Kindern geben für gute Sozialleistungen, für gute Mitarbeit und so weiter. Die Kinder können es als Schulhofwährung verwenden oder die Schüler können den Spieß mal umdrehen und dem Lehrer eine Deutschmark geben für einen spannenden Unterricht. Die Lehrer können es dem Direktor geben und die Direktoren sollen dann die Deutschmark dem Kultusminister geben, dass er weiß, dass es doch geklappt hat. Und eigentlich wollte ich die Deutschmarkt zur Gewaltprävention an den Schulen mit anbieten. Aber bisher bin ich nicht durchgedrungen. Denn mit der Deutschmarkt wäre Tim K. in Winnenden nie passiert, wenn Emotionalstaus vorher abgebaut werden konnten. Und deswegen bin ich für die Einführung immer noch der telemedialen Lebensschule auf Basis mit Deutschmarkt, um in Zukunft Gewaltausbrüche vorzubeugen. Die Gebrauchsanleitung gibt es von mir natürlich dazu, aber wird die Sache nicht von oben eingekippt, dann tun wir es halt von unten. Also deswegen macht alle mit bei der Deutschmarkt. Wenn ihr noch zusätzlich die Deutschmarkt erhebt und ihr wollt es ganz gewissenhaft tun, damit ihr eurer Materie selber bewusst seid, habe ich eine 5 Rules entwickelt. Punkt 1, wozu und warum kam der Gegenstand
den ich dann bewerte, in meinem Haus stand zu mir. Und was geschieht damit? Ich behalte ihn. Ich werfe ihn weg. Ich verkauf's oder ich verschenk's. Schaut mal euren Hausstand an, ob ihr die Sachen noch braucht. Und schaut mal auf eure Bühne und euren Keller. Und macht euch mal bewusst, was ihr alles habt. Macht eine Liste und schreibt's auf. Ihr Jugendlichen, ihr habt vielleicht noch nicht so viel gespart oder aufgespeichertes in Speicher unterm Dach oder im Keller. Aber ihr habt eure Internetseiten, eure YouTube-Channels und sonstiges. Und ihr könnt auch eure Arbeiten bewerten. Was meinst du? Ja, eure Spiele, ja, eure Spielfilmsammlungen, eure Videotheken. Alles, was ihr an Kapital schon ausgegeben habt, könnt ihr aktivieren und habt dann dieses Recht, die Deutschmark zu bestellen. Die Deutschmark fördert die Kommunikation. Wenn ihr in der Gastronomie arbeitet und ihr seid Kellner oder Besitzer eines Lokals und ihr gebt mal die Deutschmark dem Gast und schreibt noch drauf mit dem Datum zur Erinnerung an einen schönen Abend und der Wirt gibt mal dem Gast einen Deutschmarkschein. Also ihr seht, Dinge, die bisher aus Pflichtbewusstsein oder aus Prinzip nicht gewürdigt werden konnten, geht mit der Deutschmark. Wenn ihr jetzt schon bemerkt, passiert schon was mit euch. Eure Kreativität fängt an zu fließen. Denn das Nachdenken über die Deutschmark strengt euer Emotionalhirn genauso an wie euer Rationalhirn. Und dadurch wird linke und rechte Gehirnhälfte synchronisiert und euch wird es besser gehen und ihr werdet immer kreativer. Also, das nächste ist, wir bereiten uns jetzt vor, eine neue Form von Lebensberater zu entwickeln, nämlich den Deutschmarkt-Lebensberater. So wie es kartenlegende Lebensberater gibt, die aufgrund von Karten, oder astrologische Lebensberater gibt, die aufgrund der Astrologie, oder hellsichtige Lebensberater, die aufgrund einer Glaskugel oder sonstigen Hilfsmittel, so bringt der telemediale Deutschmarkt-Lebensberater dich im Hier und Jetzt in diesem Zeitgeist in die Kreativität, damit du mit neuen Geschäftsideen, mit neuen Dimensionen auf einer reinen Grundlage von reinem neuen Wissen, von Ehrlichkeit, von Wahrhaftigkeit und Menschlichkeit deine Geschäfte entwickelst, die dir lange erhalten bleibt. Denn ihr wisst, alles, was auf Lug und Trug gebaut ist, geht früher oder später verloren. Und nur ehrlich verdientes Geld bleibt erhalten. Deswegen zur nächsten Zielgruppe, die Kunst. Musikkünstler und Maler. Künstler, die wirklich etwas schaffen und kreieren, sind im jetzigen Währungssystem sehr benachteiligt. Viele Künstler, ihre Bilder sind erst wertvoll geworden, nachdem sie so tot sind, und andere haben dann das dicke Geld damit gemacht. Oder bei Musik, nicht die beste Musik bringt am meisten Geld und wird als Hit bezeichnet, sondern das, was den Majors am meisten Geld bringt und der Masse am besten gefällt. Das sind Hits. Hits sind die Sachen, die ich unter EPI mache. Das ist hochwertige Musik. Hochwertige Musik sind das, was Meister machen, wo Qualität ist. Und eben da geht auch mit der Deutschmark eine neue Tür auf. Auch beim Ermitteln von Kunstgegenständen kann der Idealpreis
eines Bildes ermittelt werden. Wie das geht, das möchte ich heute noch nicht sagen. Das haben wir schon besprochen. Und ich glaube, dass diese Sendung auch veröffentlicht werden kann bis dahin, was schon Status von der Deutschmarkt ist. Über die Deutschmarkt wird es dann auch eine zentrale Datenbank geben, in der dann dargestellt wird, wie hoch das Potenzial der Bürger im Heiligen Deutschen Königreich weltweit ist. Und auf jeden Fall sind wir heute schon um so viel reicher, wie unsere BRD in Milliarden verschuldet ist. Denn wir fangen mal schon mal mit Null oder mit Plus an. Ja. Noch eine Frage? Hast du? Hast du jetzt eine Frage? Dennis? Alles kapiert, alles klar? Alles rund, ne? Aufgrund dieses Videos wisst ihr alle, wie es weitergeht, ne? Also, okay, Sendung fertig, aus, danke, reicht.